Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst, liebe ich Arpeggios. Ja, und für diejenigen, die neu dabei sind und nicht wissen, was Arpeggios sind. Arpeggios, das sind einfach, das sind Akkorde, also eine Abfolge von Tönen, eine Gruppe von Tönen, wenn man sie zusammen anschlägt auf einem Instrument, zum Beispiel Klavier oder hier jetzt die Handpan, wir haben hier die Handpan, in diesem Fall die D-Kurt, D-Moll. Und wenn man die zusammen anschlägt, dass sie wohl erklingen. Und wenn man diese Töne hintereinander spielt, dann nennt man das Arpeggios. Das sind aufgelöste Akkorde. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Varianten zu spielen auf der Handpan. Da gibt es Beginner-Varianten und halt für die weit Fortgeschrittenen gibt es da so tolle Sachen. Das kann man so variieren und mit verschiedenen Grooves und Rhythmen noch unterlegen. Das ist fantastisch, was man damit alles machen kann. Und das liebe ich einfach. Und jetzt wollte ich einfach mal für die Einsteiger mal so ein kleines Beispiel geben an dem 3-3-2-Pattern. Das ist das beliebteste, was man auf der Handpan spielt und was sich auch schön anhört. Ne? Dann dafür suchen wir uns mal die Töne raus, die zusammen gut klingen hier auf der D-Kurt. Das sind diese hier. Schön. Und dieses, dann kann man sie so spielen hintereinander. Das wäre jetzt dieses Dreier. Ne, ich spiele 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, und dieses 3, 3, 2 Pattern, das geht folgendermaßen. Da spielen wir, da gibt es auch ganz viele Eselsbrücken. Christbaumkugel oder die liebe Cora Krötz ist eine ganz tolle Handpan-Lehrerin, die hat auch ganz, ganz tolle Begriffe, mit denen sie auch diese Grooves und Rhythmen belegt, dass man sich das gut merken kann. Ne? Oder Weihnachtsbaumkugel, ne? Dieses Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaumkugel. Da könnt ihr euch Begriffe aussuchen, wie ihr wollt. Ne? Also dieses 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ich spiele zweimal hintereinander alle drei Töne und beim dritten Mal nur den Ton und den Ton. Den mittleren lasse ich weg. Also ganz einfach erklärt für Einsteiger. Wir wollen hier gar nicht Musiktheorie besprechen. Das schreckt nur ab. Schön, das habt ihr selber gehört und das würden wir auch ganz weglassen, wenn wir dann so ein Stück kreieren wollen. Merken wir hier schon mit dem B-Flat, auch wenn ihr auf der D-Kurt Tonfeld 1 und 2 anschlagt, daran erkennt ihr eine D-Kurt. Die zwei, die klingen wie Sauerkraut, also richtig fies, finde ich. Nee, Sauerkraut ist nicht fies, aber es klingt wie Sauerbier oder wie sagt man, ne? Die klingen schön. Klingt schon so schön melancholisch. Das geht auch, aber die zwei gehen gar nicht. Also, wenn wir jetzt dieses 3-3-2 spielen. Zeit lang so immer mal zu spielen, immer mal so im Fluss, bis ihr ein Gefühl dafür habt. Und dann kann man sagen, dass man mal so eine Bridge einsetzt, so einen Übergang. Das heißt, ich spiele, also dieses 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann käme ja die Kugel, dann nehme ich zwei andere Töne. Also wenn man das so spielen würde, dieses, das macht man nicht, dann hat man ja zu viel. Dieses 3-3-2 ergibt ja wieder 8. Ja, und 2 mal 4 in dem Takt sind ja 8. Deswegen machen wir, ersetzen wir dieses, wenn wir zweimal die drei Töne gespielt haben. Ne, dieses. Mit anderen Tönen. Dieses 3-3 spielen wir zweimal und dieses 1-2 können wir hier spielen oder wie ihr seht,
ist das schon mal eine sehr, sehr tolle, ein toller Einstieg in die Arpeggios, in das 3-3-2 und wie man denn so einen Übergang einsetzt. Also das könnt ihr wirklich super üben. Ganz langsam. Erstmal die drei Töne, bis ihr das verinnerlicht habt. Und dann zweimal die Dreier. Jetzt kommt die 3-3-2. In die 3-3-2 Arpeggios mit Übergang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, wenn ihr sie noch nicht aktiviert habt, denn dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Tutorial oder ein neues Musikstück von mir hochgeladen ist. Ich freue mich natürlich über eure Resonanz. Das ist für mich, ja, halt mein YouTube-Kanal ist mein Baby, ne? Und meine Abonnenten, die sind mir total ans Herz gewachsen. Wenn ihr da Kommentare schreibt und reinschreibt, wie ihr schon gelernt habt und dass euch das hilft, freut mich das umso mehr. Das ist wirklich für mich eine so schöne Bestätigung, auch Motivation weiterzumachen. Und weil ich ja selber auch am Tag eigentlich viel üben müsste, aber auch nicht immer die Zeit habe. Und viele Dinge in meinem Alltag sind momentan so, dass ich auch nicht immer zum Spielen komme. Aber ich habe dann auch kein schlechtes Gewissen mehr. Es ist dann eben so. Und dann spielen wir halt, wenn die Zeit da ist. Und im Stress spiele ich nicht, weil das wird nichts. Dann bin ich frustriert, dann will mein Gehirn nicht, dann klappt das nicht. Und dann klappen auch Stücke nicht, die ich schon gut kann, im Normalfall flüssig spielen kann. Die klappen nicht in der Stresssituation. Handpan spielen soll Freude machen. Handpan spielen soll Ausgleich bringen. Es soll uns in eine, ja, in mental in ein anderes Level katapultieren. Ne, das soll nicht in Konkurrenz mit sich selbst ausarten. Klar ist es gut, wenn wir dann heute besser sind als gestern, aber wie gesagt, gewöhnt euch ab zu vergleichen und besser sein zu wollen als einmal. So, ihr Lieben, jetzt ist etwas passiert, was bei mir ganz selten vorkommt. Mein iPhone-Speicher war ausgereizt. Wie kann das wohl sein? Habe ich zu viel Zeug draufgeladen? Naja, es hat abgeschaltet. So, und ich wollte euch jetzt nicht ohne Schlussgruß in die große, weite Welt des YouTubes entlassen. Ich war da stehen geblieben. Also, wie gesagt, Malte Marten ist Malte Marten. Die anderen großen Musiker und Künstler sind auch sie selbst individuell und wir dürfen halt unseren eigenen Weg finden. Wir dürfen uns halt immer jederzeit inspirieren lassen, aber lasst euch nicht verrückt machen, weil dann könnt ihr direkt einpacken. Da braucht ihr gar nicht mit dem Handpan-Spielen anzufangen. Und ich kenne das Gefühl, man will, man hört das, man sieht das, wie die spielen, boah, das will ich können, aber ihr könnt noch zu den geilsten Lehrern gehen. Ihr könnt zu den tollsten Coaches, zu den Leuten selber gehen, zum Cabezao oder zum Malte. Ihr müsst selber lernen. Ne? Den Spruch, mein Lieblingsspruch ist immer, du kannst den Esel zur Tränke führen, aber saufen muss er selber. Ihr müsst lernen. Aber lernen darf auch Spaß machen. Und wenn ihr euren eigenen Weg gefunden habt und Handpan spielt, das Wichtigste ist doch dabei, dass ihr anderen Menschen damit Freude macht, dass ihr euch damit eine Freude macht und dass es einfach sich gut anfühlt. Und alles andere entwickelt sich und dann will man doch hören, Mensch, du spielst aber toll. Und wenn dann einer vorbeigeht, so, ach, du spielst ja wie Hank Massive oder du spielst ja wie Samar, das ist natürlich wie ein Ritterschlag, aber das ist nichts Eigenes, Individuelles. Wisst ihr, was ich meine? Also in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, viel Spaß beim Üben, geht euren Weg. Und wenn ihr auch mal zwischendurch keinen Bock habt, atmet durch, fangt am übernächsten Tag wieder an zu üben und zu spielen. Und wenn der Frust richtig groß ist, dann spielt einfach das, was ihr gut könnt, genießt das und sagt einfach, meine Güte, das Leben ist da, um es in Freude zu leben. Und ja,
auch lernen kann Spaß machen, wie man sieht und wie man hört. Also ihr Lieben, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr euer Leben strukturiert und was für euch Freude bedeutet. Ja, das würde mich mal interessieren. Was ist für euch in eurem Leben, was macht euch die größte Freude? Was gibt euch ein richtig gutes Gefühl? Das möchte ich gerne wissen, es interessiert mich. Also ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Tutorial. Bis bald. Ciao.